Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es begrüßt Sie Quasimodo Fugmann heute mit dem Markeflüster-Titel Die Skeptiker kapitulieren. Es ist soweit. Endlich, endlich sind diejenigen, die gesagt haben, oh, das mit der Rallye, das kann nicht gut gehen. Die haben heute praktisch gesagt, ich habe mich geirrt, es geht doch gut. Aktienmärkte steigen immer. Das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Zeichen für die Bullen. Es wird also weiter nach oben gehen. Es muss weiter nach oben gehen, wenn schon diese Leute sagen, Mensch, ich habe mich geirrt, es kann jetzt eigentlich nur noch weiter nach oben gehen. Wer ist das, der da kapituliert hat? Schauen wir uns mal hier Mohamed El Erian, ehemaliger PIMCO-Chef, jetzt Berater bei der Allianz. Es gibt Schlimmeres, sehr, sehr schlauer und wie ich finde auch sehr ehrlicher Mann, der keinerlei Interessen hat, glaube ich, am Markt, der heute gesagt hat, in einem Interview mit CNBC, naja, es ist so, egal was die Wirtschaft tut, offenkundig steigen Aktien immer. Das hatte der Hedgefund-Investor David Tapper schon im Jahr 2010 gesagt. Und er meinte, wir haben einfach den Fed-Put, dementsprechend steigen Aktien. Das war richtig in einem ganzen Jahrzehnt. Warum soll es jetzt falsch sein? Wir erinnern uns, Mohamed El Erian hatte vorher eigentlich gesagt, das mit den Aktien. Das sehe ich skeptisch, die Differenz zur Realwirtschaft, die ist schlichtweg zu groß. Was hat Mohammed noch gesagt? Er sagt, das ist ja letztendlich eine Win-Win-Situation gewesen für die Aktienmärkte, dass die eben immer steigen. Es gibt ja viele, die sagen, historisch steigen Aktienmärkte immer. Das sind großartige Historiker, die wahrscheinlich den Nobelpreis verdient haben, bis sie ihn dann wieder aberkannt bekommen. Jedenfalls sagte Mohamed El Erian, dieses Narrativ, das ist so tief eingebettet in die Märkte, dass wir schon einen Schock bräuchten, um das zu ändern. Kommt dieser Schock, das ist die Frage, nachdem auch der zweite bekannte Mann, nämlich Stan Druckenmiller, einst Mitchell Schorers, ein Großinvestor, Hedgefund-Investor, ist immer noch sehr, sehr dick am Markt mit einem Family Office, der sagt, ich war viel, viel zu vorsichtig, als ich vor der Rallye gewarnt hatte. Das war vor einigen Wochen. Es kommt einem schon vor wie vor einigen Jahren. Jedenfalls merkt Sven Henrik, der nach wie vor skeptisch ist, vielleicht der Einzige auf dieser Welt, der noch skeptisch ist, der sagt, naja, du musst einfach nur Jahrzehnte deiner Investmenterfahrung musst du einfach mal, naja, vergessen. Denn die Fed sagt dir, kauf einfach, egal wie teuer es ist, just pile in, because we said so, nämlich die Fed. Dementsprechend wird jetzt wahrscheinlich auch Druckenmiller auf die Seite der Bullen wechseln. Oder ist das Kalkül? Naja, man weiß es nicht genau. Es gibt ja den einen oder anderen amerikanischen Hedgefondsmanager, der vielleicht doch ein bisschen ein Eigeninteresse hat, indem er Dinge sagt, die manche Investoren vielleicht in eine Richtung treiben sollen, nämlich in die Richtung, die vielleicht doch eine andere ist, als er hier kundtut. Wir wissen es nicht. Aber schauen wir uns mal an, in welcher Situation Stan Druckenmiller und auch Mohamed El Erian das sagen. Wir haben jetzt den höchsten Prozentsatz im RSI seit dem Volmageddon. Volmageddon damals, das war im Jahr 2017, Anfang 2017, als es praktisch Volkssport in den USA war, auf einen fallenden VIX, auf fallende Volatilität zu spekulieren. Das haben Mom and Dad in den USA gemacht. Es schien immer zu funktionieren. Es gab praktisch keine Situation, als es nicht funktionierte, bis es dann eben nicht mehr funktionierte. Und dann sind jede Menge Leute über den Jordan gegangen, als nämlich dann der VIX geradezu nach oben explodierte und diese Leute dann massive Verluste gemacht haben. Wir haben jetzt jedenfalls die höchste Zahl an S&P 500 Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln in zwei Jahrzehnten. Und wir haben die stärkste 50-Tages-Rallye in der Geschichte. Wir haben Rekordbewertungen überall bei großen Aktien, bei mittleren Aktien, bei Small Caps, bei kleinen Aktien. Es ist günstig. Also alle rein jetzt. Es ist richtig günstig und die Fed wird euch retten. Die Fed wird am Mittwoch sagen, der Markt ist viel zu günstig. Wir werden nochmal viele Billionen in den Markt schmeißen. Also kauft oder wird es doch vielleicht anders laufen? Wir wissen es noch nicht. Am Mittwoch werden wir es wissen. Dann nämlich wird die Fed tagen mit einer Pressekonferenz, wahrscheinlich wieder virtuell, von Fed-Chef Jerome Powell. Schauen wir uns mal an, was gelaufen ist jetzt seit der Rallye, die gestartet ist ja
im März, als die Aktien auf Tiefpunkt waren. Ich hatte heute Morgen gesagt, wir hatten damals im März 3 Standardabweichungen in Sachen gleitende Durchschnitte nach unten. Der Markt war also hoffnungslos überverkauft. Jetzt haben wir 3 Standardabweichungen nach oben. Der Markt ist hoffnungslos überkauft, aber es werden sich sicherlich noch Käufer finden, denn es ist jetzt keine einzige Aktie mehr, die hier nicht gestiegen wäre im S&P 500 seit dem Tief des 23.03. Und wir sind jetzt bei um und bei 3200 Punkten beim Leitindex S&P 500. Damit 9% über dem durchschnittlichen Kursniveau, das die Analysten prognostiziert hatten für das Jahr 2020. Und das ist natürlich gerechtfertigt, denn wir haben gesehen am Freitag, da wurden über 2 Millionen neue Jobs bekannt gegeben. Man hat sich ein bisschen geirrt, dazu später, aber das interessiert heute keinen mehr. Schauen wir uns auch mal den MSCI World an, der 49 Länder umfasst, Aktien aus 49 Ländern. Angeblich, wenn man sich das mal genauer anschaut, dann sind die US-Tech-Konzerne Apple, Amazon und wie sie alle heißen, unglaublich hoch gewichtet in diesem Index. Jedenfalls der handelt jetzt bei einem Kursgewinnverhältnis von 17,6. Das ist das Höchste, was wir in 2 Jahrzehnte gesehen haben. Und es wird mit Sicherheit nicht billiger. Also schnell alle rein, meine Damen und Herren. So günstig wird es nie wieder. Kommen Sie jetzt. Es ist Zeit für die Hausfrauen, endlich Aktien zu kaufen. Wir sehen vor allem, dass Junk Bonds gekauft werden. Wir haben den HYG. Das ist das größte, mit Abstand wichtigste High Yield ETF, also praktisch Junk Bonds, das sind Anleihen von Unternehmen, die eigentlich, naja, nicht mehr Investment Grade sind. Ein Profi-Investor darf eigentlich in diese Geschichte nicht mehr investieren, weil zu riskant. Und wir sehen, wir haben massive Zuflüsse in dieses ETF, weil man sich sagt, don't fight the Fed, handle nicht gegen die Fed, sei auf der Seite des Wals, der sich in diese Badewanne legt, dann kann dir nichts passieren. Wir sehen auf der anderen Seite, dass wir hier Rekorde haben in Sachen Bankrotte in den USA. Höchste Zahl von Bankrotten in den USA. Aber das stört uns natürlich nicht. Wir kaufen auch Aktien von Firmen, die bankrott gegangen sind. Und wir sehen, dass inzwischen bei den US-Amerikanern inzwischen 50% sagen, ich habe weniger Einkommen. Wir sehen, dass 10% sagen, ich habe nicht genug zu essen. 40% sagen, ich habe medizinische Versorgungen nach hinten geschoben. Und um und bei 23-24% sagen, ich weiß nicht, ob ich meine Hausraten noch bezahlen kann. Aber ansonsten ist natürlich die Sache so, dass im Grunde das, was an den Aktienmärkten in den USA passiert, ohnehin eine Sache der oberen 1% ist. Die besitzen nämlich um und bei 53% der Aktien. Die anderen 90%, die unteren 90% besitzen 12% der Aktien. Das sehen wir auch mal hier in dieser Grafik wunderschön. Die anderen Top 10 außer den Top 1% besitzen 35% der Aktien. Wir haben also hier praktisch eine Story der Top 10% der Bevölkerung. Und die ist natürlich jetzt sehr, sehr dankbar für Jerome Powell, dass er die Märkte gerettet hat. Nicht den amerikanischen Durchschnittsbürger, der dann gerne mal auf die Straße geht und der vielleicht ein bisschen unzufriedener ist, wie wir gesehen haben zuletzt in den USA. Aber egal. Hier haben wir nochmal das, was ich heute Morgen thematisiert hatte. Der Jobs Report, den wir gesehen haben. Die Non-Farm Payrolls vom Freitag. Jetzt hat das Labor Department, das diese Zahlen ja ermittelt, gesagt, oh, wir haben uns da um 4,9 Millionen vertan, macht aber nichts. Die Märkte interessiert das eh nicht mehr, Hauptsache die Zahl damals wurde gefeiert. Und man sagt, naja, wir machen das lieber nicht korrekt oder wir würden das lieber jetzt nicht richtig stellen, weil wir Furcht haben vor politischen Implikationen. Vor allem eines Herrn Donald Trump, der dann ja eine Pressekonferenz gegeben hat nach Bekanntgabe der Zahlen. Und dann wäre der Herr Trump ein bisschen bloßgestellt, fürchtet man wohl. Aber natürlich ist dieser Anstieg der Aktienmärkte gerechtfertigt, denn hier sehen wir den City Economic Surprise Index. Wir haben ja zuletzt die Zahlen gesehen aus den USA, die besser waren als erwartet. Heute hatten wir katastrophale Zahlen zur Industrieproduktion aus dem April aus Deutschland. Aber das war natürlich der Tiefpunkt. Die Tiefe geht es nicht mehr. Wahrscheinlich ist das auch wirklich so. Hier sehen wir, dass offenkundig die Zahlen in den USA besser reinkommen als erwartet. Vor allem die Arbeitsmarktdaten am Freitag haben hier einen großen Anteil an dieser ökonomischen Überraschung, die wirklich überraschend ist.
Und wir sehen, dass es da noch einzelne Skeptiker gibt, aber die werden auch bald in Sachen Wachstum eines Besseren belehrt werden, nämlich die Weltbank. Die sagt, wir erwarten ein Schrumpfen der Weltwirtschaft dieses Jahr um 5,2%. Das würde bedeuten, dass der S&P sich dann verdoppelt. Schauen wir uns mal an, was die Fed eigentlich so treibt. Und im Gegensatz zur landläufigen Auffassung sehen wir, dass die Fed eigentlich schon Tapering betreibt. Das Volumen der Anleihekäufe nimmt ab derzeit, das was man als QE5 bezeichnen kann. Aber die Overnight Repos, also praktisch die Liquiditäts zur Verfügungstellung gegen die Sicherheit von Staatsanleihen für Banken oder Hedgefonds, die ist zuletzt deutlich nach oben gegangen. Denn die Banken machen diese Rallye nicht ganz so mit wie der Rest des Marktes. Und wir sehen, dass all das natürlich seinen Preis hat, nämlich diese Rettungsaktionen. Hier sehen wir, dass das Defizit der USA in diesem Fiskaljahr, das nicht am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember endet, sondern im Oktober beginnt, wenn ich richtig unterrichtet bin. Und da sehen wir, dass das jetzt 2 Billionen an Defizit alleine in diesem Zeitraum Oktober bis Juni zustande gebracht hat. Das ist eine stramme Leistung. Alleine im Mai 424 Milliarden an Defizit. Und das Problem an dieser Geschichte ist eigentlich gar keins, nur das vielleicht, dass eine immer weiter wachsende Verschuldung, eine exzessive Verschuldung, zukünftiges Wachstum kostet. Warum? Weil ich entweder diese Schulden bedienen muss. Wenn ich es nicht tue, dann habe ich eh ein Thema. Und wenn ich es tue, dann werden eben Investitionen nicht möglich in Bereiche, die Wachstum erzeugen könnten, weil ich dieses Geld eben verwenden muss, um diese Schulden zu bezahlen. Hier sehen wir, diese untere gestrichelte Grafik zeigt, wie jetzt das Potenzialwachstum ist in den USA. Deutlich geringer als diese gestrichelte Linie, diese blaue gestrichelte Linie zuvor angenommen wurde vor der Corona-Krise. Wir haben dann in Sachen USA, in Deutschland ist wie gesagt bis auf die Industrieproduktion nicht so wahnsinnig viel passiert, sehen wir, dass in bestimmten Bundesstaaten, die wieder geöffnet haben, die den Lockdown also weitgehend beendet haben, haben wir Arizona mit stark ansteigenden Zahlen seit Ende Mai in Sachen Corona. Wir sehen das Gleiche in North Carolina und wir sehen das Gleiche in Utah, während wir jetzt in New York endlich wieder aufmachen. Heute ist der erste Tag in New York, wo die U-Bahn wieder den vollen Service anbieten. Hier sehen wir Andrew Cuomo, der Gouverneur des Bundesstaates New York, der hier in der U-Bahn ist. Bisher ist da noch nicht so wahnsinnig viel los, aber das wird sich natürlich ändern, wenn der Lockdown jetzt Stück für Stück ein bisschen gelockert wird. Aber die Frage ist, ist diese Geschichte jetzt überstanden in New York vielleicht? In anderen Orten scheinbar nicht. Schauen wir uns mal die Charts an. Und hier sehen wir erstmal eine Boeing, die heute massiv gestiegen ist. Warum auch nicht? Wir sehen eine Wirecard, die heute einen ziemlichen Ritt hinter sich hat, nachdem ja die vier Vorstandschefs von der BaFin angeklagt wurden. Aber schauen wir uns jetzt mal den DAX an. Ich habe mich extra ein bisschen runtergeschoben, damit Sie auch sehen können, welcher Chart das jetzt ist. Hier sehen wir, dass der DAX nicht so wahnsinnig viel gemacht hat, mal in Richtung 12,9 gelaufen, mal unter die 12,8 gefallen, aber so fürchterlich viel passiert da nicht. Das gilt auch für den S&P 500, wo wir aktuell uns in einer Zone bewegen zwischen, naja, knapp unter 3200 und knapp über 3200. Der Nasdaq heute etwas schwächer in der Summe. Hier sind wir bei 9820 Punkten. Ist das hier eine Top-Formation? Wir wissen es nicht. Aktien sind günstig, also wird es weiter steigen. Wir sehen Gold, das jetzt steigen kann wieder etwas in Richtung 1700 unterwegs. Der Euro, der stagniert jetzt ein bisschen um und bei der 1,13er Marke. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil, das doch ein bisschen runterkommt nach Gerüchten, dass möglicherweise dann Schluss ist irgendwann mit Produktionskürzungen. Und hier sehen wir, dass der Preis nicht mehr die 40-Dollar Marke halten kann. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Eigentlich ein Montag, der nicht so wahnsinnig viel breit gehalten hat. Wir haben noch von Donald Trump, der will diese Uiguren-Bill unterzeichnen. Das wird die Chinesen freuen. Aber das interessiert die Märkte nicht. Was haben wir mit dem Handelskrieg zu tun? Was haben wir mit diesem Großkonflikt USA-China zu tun? Nichts eben. Deswegen müssen wir weiter steigen. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Abend. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Jedenfalls sehen wir, dass wir großes Volumen gesehen haben an den Aktienmärkten. Wir sehen große Volumina meistens am Ende eines Abverkaufs. Und wir sehen große Volumina häufig
am Ende eines Anstiegs. Ist das diesmal auch so? Das ist die große Frage. Ich sage euch Servus und ciao. Danke fürs Zuhören. In einigen Tagen, Wochen, Monaten, keine Ahnung, werde ich direkt wieder für die Kamera treten und vielleicht auch wieder mehr Bayerisch reden, meine Damen und Herren. Ich sage euch, pfiat euch, Servus und ciao.